Moin und herzlich willkommen zurück auf dem Tiggy Reefer YouTube-Kanal. Nach längerer Abwesenheit wollte ich mich zumindest mal im Vlog-Format bei euch zurückmelden. Heute ist Sonntag, ich mache mich auf dem Weg zu Yannick, denn der Gute wollte heute seine Wassertests machen. Aber eben sind die Reagenzien ausgegangen. Denn nach wie vor ist es immer noch problematisch im Meerwasserbereich, in dem Messbereich, wo wir uns bewegen, den Phosphatgehalt zu testen. Meine Erfahrungen mit Tröpfchentests sind nicht so gut, aber lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr euch da behelft. Auf geht's zu Yannick. Wer den letzten Livestream mitgeguckt hat, weiß ja, dass mein Auto angefahren wurde. Mittlerweile bin ich ein sehr großer Fan von bewachten Parkplätzen geworden. Lieber gebe ich die 2 Euro aus, dass mein Auto auch sicher steht und ich nicht wieder Opfer einer Fahrerflucht werde. Denn der ganze Spaß hat mich gut und gerne 3000 Euro gekostet. Klasse, da hätte ich mir weiß Gott was Besseres davon leisten können. So, dann schauen wir mal, ob er schon zu Hause ist. Denn die wollten Eis essen gehen. Ganz ungewohnt, im Hintergrund seht ihr das ja. Topwetter in Hamburg. Kommt selten vor. Ich glaube, wenn ich nicht einen Aufzug benutzen würde, würde Yannick denken, dass irgendwas nicht mit mir richtig ist. Deshalb. Bei Yannick angekommen, fahren die Lampen so langsam hoch. Ich schwenke einmal rüber. Es gibt auch eine Neuerung, denn er hat ein Ableger-Aquarium an sein bisheriges System eingebunden. Da befinden sich auch schon die ersten Ableger darin, aber da werden wir in einem anderen Video ausführlicher drauf eingehen. Heute haben wir es Montag. Gestern bin ich nicht mehr zum Wasserwechsel im Low Budget gekommen. Das habe ich bereits nachgeholt. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich viele Multipora Digitata Bruchstücke auf dem Bodengrund habe. Die wiederum werde ich jetzt auf Plugs aufkleben. Dazu nehme ich euch mit. Oder dabei nehme ich euch mit. Passt schon. Nachdem ich die ersten Bruchstücke bereits aufgeklebt hatte, dachte ich, ich nehme euch mal mit, weil ich wieder total begeistert von den Reef Plugs war. Wieso ich das bin, zeige ich euch beim letzten Bruchstück. Kleber verwende ich wieder den AK Coral Scaper Sekundenkleber, gelförmig, und dann legen wir los. Durch die Vertiefung in der Mitte fällt es wirklich einfach, den Sekundenkleber schön zu positionieren. Er verläuft nicht. Man kann wirklich, wie ihr seht, gut was aufbauen. Mal das Bruchstück hier rausfummeln. Ich trockne die Korallen nie ab, sondern lasse sie feucht. Durch die Vertiefung stecke ich das hier ein bisschen rein. Und durch die Feuchtigkeit an der Koralle klebt der Sekundenkleber oder hat man direkt eine höhere Festigkeit. Wenn ihr jetzt größere Tiere habt oder größere Bruchstücke, könnt ihr euch auch mit einer Spritze zusätzlich noch Wasser drauf tropfen und gegebenenfalls, wenn die Klebemenge nicht ausreichen sollte, mit Wasser beträufeln und dann ringsrum nochmal nachtragen. In der Low Budget Fundgrube habe ich noch diesen Plug hinterm Riff entdeckt. Was das für Zoas sind, weiß ich nicht. Sieht jetzt auch nicht so toll aus. Das sind aber übrigens die Plugs, die ich absolut hasse, denn da brauche ich gar nicht mit einem Knochenzange oder irgendwas ran. Die fliegen dir durch die Wohnung und entweder zerstört man mehr. Deshalb Bandsäge oder man lässt es am besten sein. Es gibt da noch einen anderen Trick mit einer Klinge, die runter zu hebeln. Das möchte ich euch aber nicht zeigen. Das birgt Gefahren und ist nicht unbedingt für jedermann geeignet. Deshalb lassen wir das an dieser Stelle weg und widmen uns direkt dem nächsten Problem. Mir ist gerade aufgefallen, dass der Magnet sich am Aufblähen ist. Da ist dringend Handlungsbedarf, denn aus Erfahrung kann ich euch sagen, in kleinen Aquarien ist es nicht unbedingt prickelnd, wenn rostender Magnet sich auf 30 Liter, 35 Liter verteilt.
Noch ein Grund, warum ich bei Reef Decks darauf achte, dass die Magnete komplett umschlossen sind und nicht nur wie bei diesem Modell mit so einer Gummimasse umgossen sind. Früher oder später gehen die leider alle kaputt. Zumindest meine Erfahrung. Schreibt mir hier diesbezüglich gerne eure Meinung in die Kommentare. Das ist leider nicht der erste Fall. Moin und herzlich willkommen zurück. Heute ist Samstag und gestern wollte ich mir das ein oder andere neue YouTube-Video reinziehen im Meerwasserbereich und musste feststellen, zumindest mein Empfinden, dass derzeit relativ wenig geht auf YouTube. Deshalb, ich konsumiere auch regelmäßig gerne YouTube-Videos in unserem Hobby-Segment Meerwasser. Wenn ihr Kanalvorschläge für mich habt, gebt sie zu eurem Besten in den Kommentaren. Wie ihr es im Hintergrund seht, leuchtet es bereits blau bei mir. Ich konnte die Finger die Woche über nicht stillhalten und habe angefangen, meinen Homeoffice-Tank weiter zu bearbeiten. Was mir noch nicht ganz so gut gefällt, ist die Halterung, der Flexarm. Der ist leicht verbogen. Das hatte aber den Grund, dass ich bei der Paarmessung geguckt habe, dass ich ziemlich schön verteilte Paarwerte habe. Muss ich nochmal demontieren und nochmal genauer ausrichten. Ich will euch jetzt aber auch nicht länger auf die Folter spannen und drehe die Cam einmal und zeige euch das Ganze. Et voilà, hier habt ihr das 50 Liter Acrylglas Aquarium mit abgetrennter Technikkammer. Da werde ich in einem späteren Video mal genauer drauf eingehen. Gestern oder über die Woche verteilt habe ich angefangen, eine Riffe vorzuzaubern. Die neue Tunze-Pumpe hat mich nicht in Ruhe gelassen mit dem Controller. Da wurde der Spieltrieb in mir geweckt. Somit habe ich das schon mal mit Osmosewasser befüllt, den Riffaufbau Probe reingestellt. Passt soweit ganz gut. Ich habe rechts und links noch genug Platz zum Arbeiten, zum Scheibenreinigen. Wo ich gesehen habe, negative Space, in dem Bereich möchte ich noch ein bisschen was aufbauen. Und hier vorne einen Stein mit anlegen. Und dann sollte der Riffaufbau auch komplett abgeschlossen sein. Zum Thema Reefscaping, was derzeit ja wieder richtig in Mode gekommen ist und heiß gekocht wird, das Thema, habe ich mich dazu entschlossen, auch nochmal ein separates Video zu erstellen, denn die Fragen reißen nicht ab zu der Zigarettenfilter-Klebemethode, die es ja eigentlich schon längere Zeit im Süßwassersegment gibt. Jim, der Gute, hatte seine Probleme mit der Zigarettenfiltermethode. Der hat sich eher die Finger verklebt wie das Gestein. Deshalb ist es an der Zeit, mal ein detaillierteres Video zu erstellen. Ich habe da auch viele neue Ideen. Und der Aquafix Polyglue von AK, der möchte von mir auch noch getestet werden. Beleuchtet wird mein Homeoffice-Tank mit einer AI Prime 16 HD. Dieses Projekt hat weitaus nichts mit meinen bisherigen Low-Budget-Projekten zu tun, denn allein die Lampe, die Strömungspumpe, Rückförderpumpe und auch der verwendete Osmolator Nano befinden sich im preislich höheren angesiedelten Bereich, aber Zuverlässigkeit hat sich bewährt, denn ich zeige euch gleich mal mein Sammelsurium. Denn durch den Umzug ist mir erstmal bewusst geworden, wie viele dieser Nachfüllanlagen im günstigen Segment ich schon verheizt habe. Und wenn ich das alles zusammenrechne, dann kann ich auch auf ein hochpreisigeres Gerät zurückgreifen. Und bei Tunze ist nun mal der Vorteil, dass die Geräte langlebiger sind, ich eine exzellente Ersatzteilverfügbarkeit habe und selbst wenn mir die Pumpe da mal kaputt geht, ich nicht wieder direkt gezwungen bin, ein komplettes neues Set zu holen, denn bei den No-Name-Herstellern, habt ihr ja gesehen, musste ich dann selber irgendwas zurechtbasteln. Da habe ich einfach keine Muße mehr dazu. Deshalb denke ich, dass die Entscheidung diesmal richtig war, ein paar Euro mehr in die Hand zu nehmen, denn auf lange Sicht hin lohnt sich das definitiv. Der Spruch, kaufst du billig, kaufst du zweimal, ja, hat doch einen kleinen Funken Wahrheit in sich.
So, es ist mittlerweile 11.35 Uhr. Ich habe mit Tobias von Jungle & Reef gesprochen. Denn nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch er wurden jetzt schon des Öfteren angesprochen. Wann findet endlich wieder eine nächste Live-Sale statt? Da kann ich euch beruhigen. Nächste Woche am 27. ist es soweit. Der nächste Live-Sale bei Jungle & Reef. Jetzt will sich mein Handy ausschalten. Stromversorgung wurde wiederhergestellt. Ich hoffe, euch hat der kurze Real-Life-Vlog dennoch gefallen. Das war einfach mal, um euch zu zeigen, der Tiki Reefer, der existiert noch, dem geht's gut. Und es werden auch demnächst wieder ausführlichere Videos erscheinen. Projekte gehen mir nach wie vor nicht aus, Content mehr wie genug. Der einzigste Faktor, der mich bremst, ist einfach die Zeit. In diesem Sinne, bis zum Samstag in einer Woche. Liebe Grüße, euer Chris.